Mobiles Familienzuhause steht hier ganz groß auf der Werbung. Und hier sehen wir ihn, den Protagonisten, um den es jetzt dann gehen soll, den Weinsberg Cara Home. Genau dieses Reisemobil bekomme ich in nächster Zeit zum Testen. Werde mit dem Fahrzeug dann tatsächlich auch einen kurzen Familienurlaub machen. Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Reisemobilisten und möchte euch mit auf diese Reise nehmen. Wie funktioniert das Ganze, wenn man einfach als Einsteiger in so ein Fahrzeug kommt? Wichtig ist für mich natürlich der Transport mit Kindern und das werden wir uns dann anschauen. Ich zeige euch heute schon mal den Cara Home ein wenig statisch. Im Detail, da seid ihr jetzt gefragt, schreibt mir die Fragen unten rein. Was wollt ihr wissen? Was soll ich ausprobieren mit dem Cara Home von Weinsberg? Und dann freue ich mich schon auf das Review. Ich freue mich auch schon sehr auf diese Experience des Reisemobilist-Seins. Und wenn euch das Ganze jetzt schon interessiert und gefällt, liken, gerne auch teilen. Und jetzt schauen wir uns mal den Cara Home von Weinsberg an. Ja, wir fangen an mit der Vorstellung hier vom Cara Home bei Weinsberg. Was ist das Besondere? Und das sehen wir eigentlich hier schon sofort und offensichtlich. Der Cara Home von Weinsberg ist ein Alkofen. Und ich habe mir die Alkofen-Variante deswegen überlegt, da die Alkofen-Variante genau speziell für Familien sein soll, weil sie mehr Platz bietet und vielleicht auch deswegen auch besonders interessant für euch da draußen ist. Ob man jetzt einen Alkofen mag oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich ist das Fahrzeug auf dem Fiat-Chassis aufgebaut, das ist ganz klar. Ich weiß auch nicht, ob Weinsberg tatsächlich hier dann nochmal auf die MAN oder Volkswagen bzw. Mercedes Sprinter aufgehen wird. Ich glaube aber fast nicht, dass zumindest nicht beim Cara Home. Wir sehen, es gibt auf der Messe Rabatte, aber die sollen uns im Moment jetzt erst einmal vielleicht noch etwas weniger interessieren. Ich würde sagen, wir schauen jetzt auf alle Fälle mal rein in den Weinsberg Cara Home. Wir haben hier den Cara Home 550 mit dem kleinen Turbodieselmotor in der Basis. Hier hat man tatsächlich die Ausstattungsvariante verändert. Wir sehen, da kommt dann am Ende eine stolze Summe von 61.500 Euro raus. Und was bekommen wir? Vier Sitzplätze auf alle Fälle, beziehungsweise vier Schlafplätze. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal hier unseren Rundgang gleich mit dem Innenraum. Sehr schön, es gibt natürlich eine Trittstufe, die nicht so provisorisch ist wie diese. Was mir schon mal sehr gut gefällt, sind solche Teppiche, die das Ganze hier so ein bisschen wohnlicher und aber auch gleich besser zum Reinigen machen. Dann schauen wir mal hier hinein. Ich gehe jetzt einfach mal so. Dann sehen wir hier hinten ist schon mal eine große Schlafgelegenheit. Da unten noch eine riesige Ablagemöglichkeit. Aber wir drehen uns einfach mal um. So. Wir sehen jetzt hier natürlich gleich die Alkofen-Variante, hat da oben ein sehr, sehr großzügiges Bett. Das sieht schon alleine jetzt sehr bequem aus. Der Zustieg hier über diese Trittleiter ist auch sehr komfortabel gelöst, sieht gut aus. Was mir auffällt, mein erster Eindruck ist, sehr edle Materialien. Also das fällt gleich auf, selbst wenn Weinsberg im Knaus-Tabbert-Verbund eher dieses kostengünstigere Modell ist, merkt man hier eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsqualität, die einfach von Knaus-Tabbert her rührt. Jetzt schauen wir mal. Hier sehen wir auch die Sitzplätze mit dem Tisch. Dann natürlich, das ist ja üblich, sind diese Sitze hier vom Fahrgestell. Hier übrigens die Automatikversion, die wir haben, Navigationssystem verbaut. Das, glaube ich, kennt jeder Reisemobilist, dieses Interieur. Das ist typisch von Fiat für die Ducato-Baureihe, die ja weiterhin die meiste Aufbauvariante ist. So, was haben wir denn hier? Hier ist der Küchenteil untergebracht. Da sehen wir es auch schon. Kühlschrank ist da untergebracht. Soft-Close-Funktion mit Schubladen, wir haben ein Wasserfiltersystem, was auch nicht viele Wohnmobilhersteller bieten. Das Ganze auch gleich mit einem schönen Fenster, das heißt, man kann auch, was man gekocht hat, da gleich alles abziehen lassen an Dämpfen
und Gerüchen. Das finde ich sehr schön. Da oben sehen wir auch ein schönes Bedientablett. Dann schauen wir mal, was wir hier oben so ein bisschen reinbekommen. Hier übrigens noch ein Dachfenster. Schauen wir mal. Hier ist die Küchenablage. Es gibt hier sogar tatsächlich drei Kochfelder mit Gas. Das ist schon mal viel wert. Dann hier noch ein kleines Brett, was tatsächlich so ein Abstelltischchen, was die Kochfläche, aber die Arbeitsfläche einfach nochmal vergrößert. Dann haben wir hier noch ein großes Spülbecken, was auch großzügig gestaltet ist. Schauen wir mal, was hier oben so noch reingeht. In die Fächer. Ups. Genau, da ist so eine kleine Entriegelung hier. Wunderbar gelöst. Dann, ja, also da geht schon ordentlich was rein, muss man sagen. Finde ich gut. Sieht schön aus. Ja, ich persönlich würde mir da noch solche Matten reinlegen, damit es wahrscheinlich nicht zu sehr klappert, wenn da was drinnen ist. Aber kommen wir gleich mal hier hin. Ja, das Schlafgemach. Ah, sehr schön, wirklich sehr edel gemacht, auch hier mit solchen Lampen. Die Vorhänge finde ich auch ganz gut und ganz hübsch gemacht, die hier drinnen sind. Da sind auch noch genügend Ablagefächer. Dann vor allem die Lampe. Leute, schaut euch mal die Lampe an. Die kann man nicht so wirklich sehen jetzt, so ein bisschen, aber die gefällt mir auch gut. Dann das hier, ups, ist jetzt der Zutritt zur Nasszelle. Und die ist für mich ja so ein Thema. Also ich bin sehr gespannt, ob ich mit der Nasszelle zurechtkomme, vor allem bei meiner, ja, bei meinen Abmessungen. Hallo, da bin ich. Ob denn tatsächlich das wirklich ausreicht für mich oder ob ich da eher stecken bleibe auf dem Platz, das werden wir dann sehen. Aber das sieht doch echt gut aus. Also sehr, sehr hochwertig, gefällt mir richtig gut. Hier ist unsere Toilette untergebracht, die können wir dann auch verstellen. Kleiner Badschrank, also das schaut schon wirklich sehr wertig aus und für 60.000 Euro muss ich zugeben. Kleiderhaken haben wir hier, Beleuchtung. Ja, ich bin beeindruckt auf alle Fälle schon mal davon. Dann haben wir da oben sogar noch Ablagemöglichkeiten, da kann das Bettzeug wahrscheinlich sogar ganz gut rein. Ja, dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, USB-Anschluss gibt es hier, Stromanschluss, Lampen, also alle Achtung. Dann haben wir hier den Fahrersitzplatz mit den zwei drehbaren Stühlen. Wir können auch den Tisch, so wie ich das hier sehe, tatsächlich noch weiter ausklappen. Dann haben nämlich alle vier Personen wunderbar Platz an diesem Tisch. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus. Denn wichtig ist ja auch, wo verstauen wir denn alles? Und hier gibt es tatsächlich eine schöne Garage, die sehr toll ist. Und alleine die Garage, muss ich zugeben, sieht schon echt edel aus mit diesen Hölzern, aber auch sehr robust hier mit dem Material. Also da könnten tatsächlich die Fahrräder gut untergebracht werden. Hier so ein Regalsystem, das ist gar nicht so unklug gelöst. Natürlich sind hier unten dann die Verzurrösen. Okay, da können wir dann tatsächlich was festmachen. Das ist schon mal ganz gut. Ich denke, es gäbe sogar noch Möglichkeit für Dachgepäckträger hier hinten. Was ich ja natürlich als Autovorsteller sehr mag. Thema Voll-LED-Rückleuchten, wobei ich mir da eher nicht volle LED-Rückleuchten, sondern eher tatsächlich Scheinwerfer wünschen würde. Es gibt eine Rückfahrkamera, Dachfenster oben. Und hier sehen wir schon auf dem Weinsberg Cara Home 700 bereits den Aufbau für die Fahrradkonstruktion. Auch sehr schön, die Campingstühle stehen auch schon bereit, dass man sich da gemütlich hinfläzen kann. Und jetzt natürlich hier auf der Seite sehen wir dann auch schon, wo das ganze Thema mit der Grauwasser- und Frischwassertank zugänglich sein wird. Hier sehen wir auch die Abflusshähne. Sehr schön. BWT, genau das ist auch so ein Thema mit diesem Filtersystem, was Weinsberg bzw. die Knaus-Tabbert-Gruppe bietet. Hier ist die Kassette für die Toilette.
Also so wie wir das auch kennen. Da können wir das dann tatsächlich da rausnehmen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Da könnt ihr mir gerne Tipps drunter schreiben, wie denn das funktioniert. Denn da bin ich schon so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, vielleicht ängstlich. So könnten wir es am besten sagen. Hier ist tatsächlich der Frischwassertank, die Zufuhr. Dann haben wir da noch für die Gasflaschen den Zugang. Mir gefällt der echt gut, der Cara Home. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt viel gequatscht hierzu. Jetzt können wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf die anderen Cara Homes werfen. Da drüben sehen wir dann noch die 600er Variante, auch in Grau. Gefällt mir sehr gut, also das Grau hat was. Und wie gesagt, hier haben wir die 700er Variante, die große mit der großen Garage und bis zu 6 Sitzplätzen. Vom Preis her sehen wir, dass sich da eigentlich kaum irgendwo was groß verändert. Bin ich jetzt auch beeindruckt eher. Hätte ich gedacht, dass sich da mehr tut. Aber 160 PS sogar hier unter der Haube. Ja, ob das Ducato-Fahrgestell jetzt meinen Ansprüchen als Autojournalist dient, das werden wir natürlich sehen. Jetzt freue ich mich aber, wenn ihr unten kommentiert. Und jetzt seht ihr mich auch gleich. Denn vielen lieben Dank schon mal fürs Reinklicken. Der Erstkontakt mit dem Weinsberg Cara Home. Schaut einfach mal die nächsten Tage rein. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ich mir da genauer anschauen soll, worauf ich achten soll als Neueinsteiger in die ganze Thematik. Und was ihr vor allem im Review sehen wollt, wenn ich euch den Cara Home genauer vorstelle. Vielen Dank fürs Reinklicken, Video liken, Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Tschüss und Servus aus Düsseldorf.